Yeah. Wir sind wieder da, im Herzen der Dunkelheit. Und ich muss mich erstmal entschuldigen. Gerade habe ich es zwar wieder gemacht. Das heißt, erstmal willkommen zurück bei American McKee's Alleys. Wir sind am Ende. Ich hoffe, das ist endlich mal der finale Part, der letzte Part. So, und warum ich eben gesagt habe, Entschuldigung, ist einfach, in den letzten zwei Parts habe ich mich ein bisschen sehr ausgelassen über manche Leute, die mich über ICQ angeschrieben haben und dass ich oft beschäftigt war und das hat mich etwas frustriert im Zusammenhang mit dem ganzen Bosskampf. Aber nun ja, ich muss sagen, Entschuldigung dafür meinen kleinen Ausraster und dass das eigentlich meine Schuld ist, dass ich ICQ ja noch anhab, während ich ein LP mache. Das ist meine Schuld. Sorry dafür. Und wie gesagt, ich habe den Fehler jetzt gerade immer noch gemacht. ICQ und Skype ist bei mir jetzt gerade immer noch an. Oh ja, wie kann ich nur? Ich böser Junge. Aber da das LP hier eigentlich schon so gut wie beendet ist, ist das jetzt eigentlich wohl nur noch ein einziger Part. Und deshalb würde ich diesen Kampf endlich mal gewinnen. Beenden. Das LP ist dann auch durch. Es ist fertig. Und da sind wir gerade wieder. Und ach so, das ruckelt ja wie Hölle. Da war ja was. Und ich springe dran vorbei. Und wie immer, ich vergesse es jedes Mal. Die Abstände sind nicht so groß, aber was ist schnell? Laden. F1. Gut. So, dann drücke ich jetzt F1. So. Ich weiß, dass dieses komische Vieh... Autsch. Das ist die falsche Richtung. Hier komme ich nicht zu Lebenspunkten. Ich weiß, dass dieses Vieh keine Lebensleiste hat, genauso wie die anderen Gegner. Deshalb werde ich einfach mal versuchen, so viel Schaden zu machen, wie es einfach nur geht. Gag. Ohne mich von irgendetwas treffen zu lassen. Aber ganz so easy scheint das nicht zu sein. Na, komm wieder hoch, ich muss dir ein Präsent abgeben. Boah. So, wo kommt denn das nächste zum Heilen hin? Ach je. So, jetzt habe ich schon mal keinen Willen mehr. Ah, da hinten leuchtet was. Ja, Laser Britzelpower. Lass mich in Ruhe. Wieso ist alles nur so langsam? Das ist unglaublich. Ah. So. Hier drauf. Ah, muss man vielleicht hinter den gehen? Das interessiert mich jetzt. Oh. Wow. Dieses Vieh ist verdammt komisch. Ob man die einzelnen Hälse abschießen kann oder so? Ich meine, ich frage jetzt einfach gar nicht mehr danach, ob... Ei. Ob ich hier überhaupt noch eine Lebensleiste von den Gegnern kriege oder irgendeine Resonanz. Es ist einfach, denke ich, auch besser, wenn ich einfach versuche, wow, draufzuhalten. Ein Gegner, der nah ist, braucht nicht lang zum Schießen. Das ist nicht gut. Deshalb, ja, einfach abschießen und laufen. Und springen, springen. Wir sind der leuchtende, die leuchtende Super Alice. Wow. Nicht mehr getroffen. Schade. Von Plattform zu Plattform springen. Von Plattform zu Plattform. Was für ein Plattformer-Game. Los. Friss das. Ich beschieß dich gleich mit der Muskete. Na, war's das gewesen? Besen, Besen, sei es gewesen. Warum ich den Schuss immer abbreche, hat damit zu tun, dass am Ende von dem Schuss immer so ein toller Explosionszusatzschuss kommt. Weil so kommt ja der geile Laser, 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 Laser. Da kommt... Boah, bam! Dann explodiert nun mal alles. So, und... Beschießen wir ihn, beschießen wir daneben.
Schaden kriegen. Muskete auswählen. Autsch. Das ist sowas von nicht fair. Anscheinend muss ich hier doch noch auch ein paar Safe States setzen. Und ich werde interrupted. Das ist gemein, dass das bei mir passieren kann. Und nee. Alles klar. Wo war das Heilungsstück da hinten? Och, Leute. Ach, jetzt kann sie nicht mal mehr richtig springen, die Dame. Muskete? Muskete? Wo ist die Muskete? Ah, ich kann nicht mal meine Waffe wechseln. Muskete? Boing. So, fängt der Gegner da... Ach. Ich finde heraus, da, Nummer 9. Evil Engine Nummer 9. So, jetzt muss ich da versuchen, schnell hinzukommen. Ohne, dass ich runtergeschmissen werde oder sowas in der Art. Egal, dann gehe ich jetzt, dann wandere ich hier immer weiter. Versuche einen großen Abstand zu dem Gegner zu bekommen. Messer! Oh. Nummer 9, du kommst dahin? Bitte sehr. So, lass mich in Ruhe, ich gehe dir schon weg. Kein Ding. Hui, rotes Leuchten. Wo sind wir hier gerade? Ah, oh, das ist ja jetzt endlich mal... Nein! Der finale Bossfight und ich versemmel das. Ah, gehen wir mal andere Richtung. Variation. Was nichts bringt. Weil das Spiel total unfair ist. Bam. Musketenpower. Ja. Mensch, das ist so nett von dem Spiel. Wie soll ich hier rauskommen? So. Man kriegt keine Anzeichen vom Bosskampf. Für den Bosskampf. Vom Bosskampf. Ja. Einfach nur versuchen, so schnell es geht, von A nach B zu kommen. Eieiei. Und das ist nicht einfach. Okay, jetzt bin ich sogar hinter das Vieh gekommen. Aber dann geht's immer wieder runter und kann trotzdem noch was machen. Weil mega unfair Modus. Okay. Da war der Beweis. Wenn ich weit genug von dem Vieh weg bin, kann es mich zumindest mit den Nahkampfangriffen nicht mehr stören. Das ist eine gute Sache. Eine sehr schöne, gute Sache. Ja, komm her. Okay, und da ist das Vieh mir wieder zu nah. Weil jetzt habe ich das Problem, könnte es mich auch wieder runterschmeißen. Einfach mal speichern. Bäh, ekelhafter Sound ist ekelhaft. So, jetzt bist du weit genau weg. Bam. Wo auch immer du Schaden nehmen willst. Dort ist die Heilung. Die Heilung. Und den Willen erneuern und... Eieiei. Da kommt mir das Vieh wieder etwas sehr nah. Das geht mir so nah. Ich bin so nah am Wasser gebaut. Nicht bei diesem Gegner. What the fuck? Ich drehe mich um. Super Ort zum Speichern. Super Weg zum Gehen. Wir müssen weiter und weiter und springen. Und den Gegner töten. Oh, dieses süchtige Vieh, was ist das überhaupt? Da sind alle Gegner, die wir zuvor bekämpft haben, irgendwie drin. Der Jabberwocky ist da drin enthalten. Ach Gott. Der Hutmacher ist da drin enthalten. Och Gott.
Alles in so einer krankhaften Monstrosität. Ja, und das ist jetzt doch wieder zu nah. Okay. Speichern wir hier nochmal schnell. Ja, der rastet dann mal aus. Rastet sehr laut aus. Alles klar, du bist wieder ein bisschen nah. Und das macht gerade ein bisschen viel Schaden. Boah, wie mich das Spiel gleich noch aufregen würde. Wenn das Spiel mir wirklich noch... Hey! Ich kann die Arme abschießen oder die fallen nach einer Zeit ab. Aber das Spiel würde mich gleich richtig aufregen, wenn einzelne Plattformen hier noch runterfallen sollten. Ach. Man, du bist mir zu nah. Geh weg. Geh weg. Ich mag dich nicht. Verschwinde. Du Ungetüm. Komm hoch. Und ich bleib einfach mal stehen und schieße nicht mehr. Sehr interessant. Und tot. Yay. Yay, yeah. Diesmal nicht stehen bleiben. Wenn die Nase juckt, lass sie jucken. Ja, da geht noch ein Arm kaputt. Sehr gut. Ah, es wird ruhiger. Das ist schön. Wow. Wow. Na, komm hoch, komm hoch, komm hoch. Das ist so eine Art Bosskampf. Der wird mit der Zeit einfacher, je länger man ihn bekämpft. Das ist auch mal schön. Ach komm. Eigentlich... Das war nur gut... Was? Wieso kommt das wieder? Nix da. Der soll seine Arme nicht wiederbekommen. Das ist unfair. Jetzt juckt meine Nase. Und da kommt der Gegner wieder hoch. Der Boss. Der hat nicht mal einen Namen. Das ist irgendeine komische Monstrosität. Aus Alice Gedanken. Aus Alice persönlichen kleinen Wunderland. Yay. Und da fliegen wir einfach direkt mal wieder weg. Blab, 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 blab. Und nochmal. Dieses Vieh kann ja eigentlich nur aus seinem komischen Magen schießen, oder was das ist. So. Dann nehme ich mir das jetzt nochmal mit. Versuche möglichst nicht runterzufallen. Und wähle dann mal die Muskete aus. So. Kabam! Es macht nicht genügend Schaden. Wow. Das ist schlecht. Bunny Hopping kann man auch nicht so richtig betreiben. Ja, böser Gegner, sei weit weg. Ins Gesicht. Ins Gesicht! In your face! War es das? War es das? Jawohl! Hier! Das war's, du! Das war's! Endgültig! Alles fliegt in 1000 Stücke. Wow! Ein Wunder, dass man nicht noch den Teilen ausweichen muss, damit man das überlebt. Wow, ist das krank. Schlechte Cutscene ist schlecht. Oh, wow, ist das eine schlechte Qualität. Yay. Yay. Die Welt wird wieder schön. Oh, das Schachkönigreich erhält auch seine Farbe zurück. Na, auch wenn da nicht viel Farbe ist. Oder war. Ja, und die weinende Alice. Ah. Oh mein Gott, wie stark muss der Einfluss sein? Damit selbst eine Statue von Alice am Weinen ist. Major Elder. Ja. Happily ever after. The end. Ach Gott. Ich habe es nur gelesen, dass das irgendein Asylum war. Also eine Irrenanstalt, aber welche genau habe ich das nicht richtig lesen können.
They that did dream. Was? Ein interessanter Satz, ein interessanter Wortbau. Ja. Von EA Games und Rogue. Sehr viele Namen von Leuten, die mitgewirkt haben. Auf der rechten Seite. Ja. Die haben wir danach nie wieder gesehen, ne? Genauso wie viele andere, aber die scheinen uns auch irgendwie überlebt zu haben. Also jetzt nicht die, die wir wirklich explizit haben sterben sehen. Darunter fällt zum Beispiel das weiße Kaninchen. Darunter zählt Cheshire Cat, die grinsende Katze. Leider auch verstorben. Dazu zählt der Greif, den man später im Abspann aber auch nochmal fliegen sieht. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei den anderen war, die ich gerade gesehen habe. Ich glaube aber, das weiße Kaninchen habe ich gerade nochmal gesehen. Die wurden, glaube ich, wiederbelebt, kann man wohl nicht sagen. Aber der gesamte... Ja, okay. Ah! Ich brauche viel Zeit zum Denken. Ach, fuck. Nein! Natürlich, das ergibt ja jetzt auch alles Sinn. Das ist ja ein Albtraum von Alice selbst. Es ist halt das Wunderland. Und in diesem Wunderland, das hat Alice durch die ganze Schuldzuweisung sich selbst gegenüber so sehr verändert, dass es alles verändert wurde. Das hört sich scheiße an, ne? Ja, aber das hat sie alles in ihren eigenen Kopf gemacht. Und ich kriege gerade Besuch, damit mir irgendetwas gesagt wird, aber ich rede jetzt einfach mal munter weiter. Denn dadurch, dass wir ja jetzt endlich den letzten Bosskampf besiegt haben, alles nochmal in einem, plus uns selbst in gewisser Weise, weil Alice Kopf war da ja auch drin, genauso wie Hutmacher, Jabberwocky und was da nicht alles drinne war, das ist ein verdammt komisches Ungetüm gewesen. Nachdem wir das besiegt haben und 5 Millionen Tonnen Kilo Fleischstücke über alles geflogen sind, haben wir nun die alte Ordnung des Wunderlands und den Alice-Kopf wahrscheinlich wiederhergestellt. Kennt ihr die Teile von der Pringles-Dose? Die man so, die oben drauf sind, die man erst abmachen muss, damit man an die Chips kommt? Sowas nennt sich Deckel, wurde mir gerade gesagt. Mir fehlen so schnell immer die Worte, das ist toll. Könnt ihr bestimmt hören. So ein Deckel habe ich gerade. Wunderbar. Ja. Falls ihr auf der rechten Seite auf diesem Pergament die Worte nicht lesen könnt, die sind auch verdammt schwer zu lesen und das meiste besteht sowieso nur aus TikTok, TikTok. Ah, der... Ah, was war das? Das Chamäleon, dieser... Oh, wie hieß der? Jill McGill oder so? Keine Ahnung. Den kannte ich vorher gar nicht. Ich kenne nur die Alice-Geschichte, wie sie zum Beispiel von Disney übertragen wurde. Aber ich habe mir ja auch als Ziel gesetzt, wie ich im LP selber gesagt habe, dass ich mir die Geschichte von Alice jetzt selber mal durchlese. Und das habe ich auch im Internet gefunden. Und das werde ich mir demnächst mal durchlesen. Und das werde ich durchgelesen haben, tun, bevor ich Alice Madness Returns anspiele. Das heißt, jetzt ist erstmal das Ende von American McGee's Alice da. Jetzt ist gar kein Hintergrundsound da, was ich irgendwie gerade etwas komisch finde. Und als nächstes wird es dann erstmal weitergehen mit den anderen Projekten, die ich zuvor noch am Laufen hatte. Das heißt, Need for Speed Underground geht ab jetzt auch weiter. Hunted, The Demon's Forge geht auch weiter. Was habe ich dann noch? Hier muss ich gerade echt mal nachdenken. Ich glaube, das waren erstmal nur die beiden. Ansonsten habe ich ja noch das lang pausierte Spiel Desktop Dungeons. Und das werde ich dann wahrscheinlich auch weitermachen, sobald ich das auf meinem PC wieder drauf habe. Und dann geht das auch weiter. Yeah, Desktop Dungeons. Geil, da war ja was. Also über eineinhalb Jahre. Keine Ahnung. Und der Abspann macht jetzt auch nichts mehr. Gut, gehen wir mal auf zurück. Vielleicht kriegen wir jetzt noch nur so eine Wundertüte ins Gesicht geschmissen. Verdammt, das ist da gerade weggegangen und dahinter stand vielleicht noch irgendetwas. Egal. Und die Musik ist jetzt hier auch komplett raus. Naja. Das war Let's Play American McGee's Alice. Ein LP, was aus meiner Sicht
sehr viel länger gedauert hat, als ich es zuvor dachte, weil das sind jetzt 56 oder 57 Parts. Damit habe ich nicht gerechnet mit der Länge. Und das Spiel ist an sich sehr schön. Nur man sollte es sich, glaube ich, vorher zweimal überlegen, ob man das Spiel auf Hardcore spielt, also auf Albtraum. Denn dieses Spiel kann wirklich ein Albtraum werden. Nicht unbedingt wegen den Gegnern, sondern wegen der Unfähigkeit von Alice. Sie ist langsam, sie kann nicht rennen. Wenn sie springt, kann sie nur wenn man geradeaus drückt, direkt weitergehen und springen. Wenn man irgendwo anders hindrückt, dann muss sie sich erstmal auf den Boden abstützen. Und genauso ihre Unfähigkeit, wenn sie irgendwo umgeschmissen wird, man darf nicht mal Waffen wechseln, währenddessen, was die Spielfigur im Nachhinein hätte machen können. Nein! Sie muss erstmal aufstehen. Ein armes, verwundbares, kleines Mädchen. Und dann ist wieder Rambazamba, dann geht's weiter. Naja, und ehe ich hier jetzt noch stundenlang weiter schwafel, möchte ich sagen, good game, good game. Ich freue mich auf Alice Madness Returns. Vielleicht, vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Das werde ich noch schauen. Das wird ebenfalls blind sein. Das habe ich während der ganzen Zeit noch nicht angepackt. Immer nur, wenn ich hier American McGee's Alice gestartet habe. Das muss ich ja so gesehen zwangsläufig über Madness Returns machen. Und daher kenne ich von Madness Returns nur den Hauptmenü, nur das Hauptmenü. Und die tolle Melodie. Und die werdet ihr auch bald hören. Also, bis zum nächsten Mal.